Hallo und damit herzlich willkommen bei der Let's Play auf unserem Channel. Diesmal ich alleine. Und zwar bei FIFA 17. Karrieremodus mit United, wie man wahrscheinlich schon unschwer erkennen kann. Ja, mit herzlich willkommen. Wir wollen am Ende von FIFA 17 nochmal ein bisschen Ehre zocken, bevor es dann 18 losgeht mit Ultimate Team, wenn man eben noch so ein bisschen und Jahre eventuell muss man, wie alles anläuft. Und ja, wollen wir auch gleich reingehen in die Kaderplanung, was ich so eine Vorstellung habe, beziehungsweise was der aktuelle Kader von West Ham auch hergibt. Also mit den Joe Hart ist gekommen. Tor. Winston Reed, Jose Fonte und Bonner. Ich spiele in 3-5-2, da mir die Außenverteidigung nicht so gut gefallen bei West Ham und drei Verteidiger sehr macht. Deswegen denke ich, ein gutes System, der Kette hinten drin zu spielen. Davor dann Kouyaté und Noble gucken. Da habe ich noch 1-2 Ergänzungsspieler, die man da vielleicht spielen lassen kann. Da will ich auf jeden Fall nochmal jemanden holen. Olanzini auf der 10, über außen Arnautovic und Ayu will ich auch ersetzen. Als Reserve ist bestimmt ganz gut. Meine Skills, meine Weakfoot ist okay. Hohe Angriffsrate ist okay, aber wie gesagt, da will ich nochmal nachlegen. Und vor dem Sturm Chicharito, der neue Star von West Ham und Carroll, der ja dauerverletzt ist, spielt. Aber gut, das hat man mit englischen Stürmen nur oft. Ja, auf der Bank erstmal Zabaleta, Sam Byram, Aubameyang, Snodgrass und Antonio. Ich glaube, mir ist ein Fehler gelaufen. Ich glaube, Snodgrass spielt gar nicht mehr. West Ham, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ein bisschen doof, mal gucken, vielleicht verkaufe ich ihn noch. Weiß ich noch nicht ganz. Und dann haben wir noch Adrian, Collins, Henry, Russell, Masuaku, Hernandez und Naku. Muss ich mal gucken, eigentlich will ich alle behalten. Ich habe nur Collins zum Verkauf draufgestellt, werde ich euch gleich noch zeigen. Und der Kader eigentlich so zusammengeblieben. Ja, plane ich auch selber so den Kader so zusammenzulassen. Von daher kommen wir mal rein. Was ich noch so Wunschliste habe, sind zum einen Gerüchte die Spieler von West Ham selber. Zum anderen sind es Spieler, die mir gefallen. Bei denen ich sage, ja, die können wir doch durchaus in den Kader berufen. Den ich auf jeden Fall holen werde, ist William Carvalho. Denn der junge Mann wurde stark mit West Ham in Verbindung gebracht. Mich wundert es eigentlich, dass es nicht mehr geklappt hat. Es hieß auch schon, er war mal auf der Insel etc. Deswegen eigentlich sehr verwunderlich, dass es am Ende gar nicht mehr geklappt hat. Und so wird der definitiv der erste Transfer sein, den wir hier tätigen werden. Einfach weil es der realistischste Transfer auch ist von all denen, die jetzt hier noch mit auf der Liste sind. Neben Raúl Jiménez, der auch ziemlich hoch gehandelt wurde bei West Ham. Der passt ja auch vorne in den Sturm. Neben Chicharito, der mexikanische Sturm. Von daher, mal gucken. Dann haben wir noch Ruben Semedo. Also den habe ich bei Ultimate Teams erstmal gespielt. Richtig, richtig guter Spieler. Körperlich richtig gut. Daher könnte man ihn definitiv für die Bank einplanen oder auch als der Ersatz, der nur ins Alter geht. Dann noch Malang Sarr. Als Reservespieler, Rotationsspieler. Oder Sandro Schöpf habe ich mir für rechts rausgesucht. Durchaus eine gute Möglichkeit. Gerade durch seine Arbeitsraten. 5 Sterne Weakfoot, hoch. Rechtsverteidiger kann er spielen. Also ich denke da Motor, da kann man nicht viel falsch machen. Habe ich noch Federico Chiesa, da weiß ich nicht. Mal gucken, relativ unrealistisch Transfer, deswegen weiß ich es noch nicht. Malcolm oder immer mal wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht, aber eher in der Bundesliga. Also Wolfsburg und Dortmund waren da ganz vorne dabei. Muss ich mal schauen, ob ich den dann wirklich noch verpflichte. Weiß ich noch nicht. Matheus Pereira, Dribbler, Roster Skills, 20 Jahre jung, kann beide Seiten spielen. Alternative definitiv und wie gesagt, Raúl Jiménez. Aber da schaue ich noch, wen ich dann am Ende wirklich einbringen werde.
ich nehme euch jetzt ein bisschen einfach so mit rein. Training muss ich machen. Sonst werde ich versuchen. Okay. Hernandez ist immer noch trainierbar, hat immer noch vielversprechende Spieler. Und mit 29, 28 kann man es mal machen. Sonst werde ich ein bisschen cutten, dass nicht zu viel zwischendrin noch rumdingelt. Wollen nur mal kurz gucken, was wir noch so machen können. Lanzini kann man trainieren, das ist gut. Ich habe gar nicht viel mehr Möglichkeiten, um das auszunutzen. Lanzini, toller Spieler, auch in echt. Einiges anfangen. Immer noch Masuaku als Reservist, also als Spieler für links. Tut okay. Und mit reinnehmen. Chirito ist eigentlich sehr unnötig zu trainieren. Gut genug. Gute Frage. Trainieren wir Obiang einfach noch ein bisschen hoch. Bis wir da jemanden haben, den wir da wirklich dann einsetzen können. Obiang. Obiang, alles klar. Obiang. Dann trainieren wir es erstmal so. Mit den drei Spielern. Mal, was da rumkommt. So. Dann schauen wir mal, dass wir Wilhelm Cavallo schnellstmöglich ein Angebot rausgeben. Auf falsche Liste. Moin. Ja. Wilhelm Cavallo. 31 bis 37 Millionen. Keine Ahnung übrigens, was das gehandelte Gerücht war. Teuer, weil es sein soll, deswegen gehen wir einfach mal Raid mit 31. Nicht so viel verkehrt. Gerade für so einen Spieler. Ja, Geistmittelfeld mit QRT. QRT gefällt mir in Ultimate Team auch richtig gut. Ja. Den Rest warten wir einfach ab. Medo oder Saar einfach auf jeden Fall noch. Dann mal gucken, wen ich für die Außen noch verpflichte und ob ich Jiménez wirklich noch verpflichte, weiß ich noch nicht, weil Antonio ist. Zweite Stürmer, gute Stürmer in der Carol und Fernandes. Mal gucken, wie es dann läuft. Vorneweg die ja, Turniere simuliere ich. Einfach noch ein bisschen Geld noch zu machen und die Derby-Spieler ein bisschen auf Motivation zu halten, dass die auch mal drei Spiele gemacht haben. Gut. Ja, okay. Nature ist erwartet. Passt, da können wir den gleich nehmen. Einwandfrei. Ja, genau wegen solchen Spielen mache ich das, weil Fernandes möchte spielen. Das ist tippitoppi, da hat man in der Liga nicht ganz so schlimm, finde ich. Pff, 20.000. Ah, das ist immer ein Schnäppchen. Absolutes Schnäppchen. Gut, 33 Millionen sind heute im Fußball auch nichts mehr, von daher denke ich, haben wir alles richtig gemacht mit dem. Ja. Warten wir jetzt eigentlich nur noch aufs Angebot und die Mannschaft mal schnell ein bisschen umbauen. Wie gesagt, jeder mal ein bisschen gespielt hat, ändern die Spieler ja mal ein bisschen drauf. So. Wird dann Innenverteidigung. Byron rechts. Young. Junior von. Den nochmal. Alles und mal so ab. Erstmal eine gute Schrift für die Simulation und dann gucken wir mal, was nochmal rumkommt. Trale. Was ich oft mache. Speichern. Oft wahrscheinlich, aber nun gut, ich werde es ja auch mal ein bisschen rauscutten. Am Anfang ja, nehme ich euch erstmal mit. Ganze Voreinstellungen, Simulation, etc. bb. Mein Fahrlehrer übrigens übrigens oft gesagt, etc. bb. Mein theoretischer Fahrlehrer, nicht meine Praxislehrerin. Ja, aber. Ja, alles klar. Gut, QRT. Könnte ja sein, dass ich ersetzen will. Nein. Nein. Dafür. Gut, übrigens. Du bist Captain. Mit meinem Namen drauf. Gefällt mir. Kann man nur empfehlen, sich Cap selber zu machen oder schenken zu lassen. Hinten habe ich auch noch einen Controller drauf. Passt tippitoppi zu mir, von daher. Und die Mannschaft auch gleich weiter so spielen. Ich habe auch alle Karten der Premier League angepasst. Also, zumindest was Transfers hinzu angeht. Ich habe jeden Spieler, der in der Premier League irgendwie gewechselt ist, auch in den Verein getan. Nur vergessen, die Huddersfield hochzunehmen und wer ist noch aufgestiegen? Huddersfield und. Oh,
aufgestiegen. Mit der Sofa das fehlt und. Guck mal. Komme ich nicht drauf. Okay, nehmen wir doch William Carvalho einfach an. Damit ist schon viel Geld von uns weg, aber es macht ja nichts. Und noch 29 Millionen. Nicht wundern übrigens, wenn ich manchmal hier hinschaue. Da. Da. Manchmal. Da. Ich habe zwei Bildschirme, ich weiß noch nicht so ganz, welchen ich schauen soll. Das ist noch ein bisschen. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber schauen wir mal. Zweites Spiel gegen Real Sociedad. Zweites Spiel. Ah, früh am Morgen, ne? Aber da lassen wir jetzt schon die erste Elf spielen. Nächste noch umkriegt, wie sie gespielt. Verdammt. Arnautovic links. Wie ich Koyate. Namaste. Not cross auf der 10 mal. Hallo, geil. Die Carol vorne mit. Mit Antonio. Okay, gut. Schauen wir mal, was im dritten Gruppenspiel noch bei rauskommt. Ich denke mal, da kommen auch noch ein Sieg. Einfahren. Ach, hallo. Hallo. Locker. Locker. Zu Hause. Zu Hause sind Simulationen sowieso immer. Du gewinnst ja immer alles. Kannst du fast gegen jeden spielen, das ist egal. Aber nur gut. Ich glaube, ich entscheide mich übrigens für den Bildschirm hier unten. Nein, nicht. Ihr werdet es eh sehen. Ich bin Bildschirm gestellt. Daher. Ändern könnt ihr es eh nicht. Dann wollen wir noch einmal ins Training reingehen. Zum Spiel selber, also ich bin auf Weltklasse. Minuten reicht mit dem Computer. War auf Weltklasse. Ich bin nicht der beste FIFA-Spieler. Ich glaube, ich spiele auch besser gegen Real-Life-Spieler als gegen Computer. Also, Ultimate Team ist eigentlich ganz gut mittlerweile. Jamie Vardy wechselt zu Crystal Palace. Ah, alles klar. Gut, gut. Andy Carroll. Kein Interesse daran, einen Ball zu verkaufen. Ich mag den übrigens. Ich bin auch, glaube ich, einer der einzigen FIFA-Spieler, die. Große Spieler mögen im Sturm. Ich mag auch Chirou vorne drin. Sehr unterschätzt, ne? Sehr, sehr unterschätzt in meinen Augen. Daher gar nicht fest mit ihm als Stürmer da vorne drin. Ne? Man kann natürlich Belotti holen, wenn ich jetzt FC Turin gerade sehe. Oh ne. Toll, da hat sich einer verletzt. Ich habe es nicht gesehen, weil ich auf zwei Bildschirme geschaut habe. Ja, natürlich. Wenn niemanden so. Ah, drei Tage. Gut, dann ist es eh nicht so schlimm. Weil ich Arnautovic schon ganz gern dann fit hätte. Guter Transfer für West Ham, auch wenn sie jetzt noch nicht so stark begonnen haben, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal, was simulieren jetzt erstmal. Ne, warte mal. Wartet mal, wir können ja mal schauen. Ach, sind schon alle fertig gescoutet. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt ist die Frage. Lohnt sich? So. Zwei lohnt sich aber, ne? Aber das wird zu Pedro werden, weil ich Pedro sehr mag. Der Transfer wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch. 13 Millionen bieten wir jetzt einfach mal. Sind wir zweimal von Sporting eingeholt, aber nicht unser Problem war. Dann gucken wir mal. Alchem wäre noch eine Alternative. Hatte ich noch nicht bei FIFA, deswegen probieren wir es mal. Wird wahrscheinlich auch mein letzter Karrieremodus bei FIFA, weil. Mich ausgelutscht inzwischen seit 2 Monaten, keine Karriere mehr. Und mit ziemlich am Ende, finde ich. Daher freue ich mich, wenn FIFA 18 da ist. Die Karriere sieht richtig gut aus, die ganzen Neuerungen, die jetzt da sind. Antonio, nein. Von Spurs bin ich übrigens ein bisschen enttäuscht auf dem Transfermarkt. Haben auch sehr, sehr wenig, auch wenn sie Aurier verpflichtet haben, aber. So den Knaller, wo du sagst, ist eine eingespielte Mannschaft, spielt seit 2 Jahren, 3 Jahren, echt Top-Niveau, aber irgendwann sollte man doch überlegen, ob man vielleicht nicht nochmal jemanden richtig Großes holt. Denn wenn Kane da vorne drinnen nichts macht oder Dele Alli auch nicht so gut spielt, von daher sieht es dann sonst schon ein bisschen dünner aus, ne? Wer noch gegen Western? Ich bin gegen Western, alles klar. Wer noch gegen. Valencia simulieren. Darf jetzt vielleicht auch mal Lanzini von Anfang an spielen. Auch ein Carvalho. Kapitän wird dann Vincent Reed Kapitän. Für
Genau. Jetzt wäre Mark Noble. Mark Noble jetzt rausgeht. Und dann hat man hier ein Bauer Mittelfeld. Verboten. Starkes Mittelfeld. Gut, wir haben das letzte Spiel jetzt noch simulieren. Jetzt hatte ich kurz Angst, dass ich mich Aufnahme gedrückt habe. Das wäre jetzt echt bitter gewesen. Schauen wir mal speichern. Und dann hatten wir jetzt noch Spiel simulieren. Mal schauen, ob wir noch ein Transferangebot reinkriegen oder akzeptiert wird. Wenn nicht, war es dann eigentlich das auch schon mit der ersten Folge vom West Ham. Karrieremodus von unserem letzten Karrieremodus bei FIFA 17. Super. Nein, ich möchte es auf einem Hoch beenden. 16,5 Millionen, kommt schon. Irgendwann müssen sie ja mal annehmen. Wo ich mir vor, dass Cavallo gleich geklappt hat, davon abgesehen habe. Wir beenden es auf einem Hoch. War keine Frage. Aber vielleicht, ich guck mal, ist Cavallo noch als FIFA-Sprecher? Nee, gerne FIFA-Sprecher nicht. Schneller geht und ein bisschen besser, aber wir können ja trotzdem mal mit reinnehmen, Cavallo. Das passen. Oh, ist auch gar nicht so schlecht. Ich dachte. Und Obi, ja. Ah, nee, wir trainieren. Ja, zweimal Cavallo. Man kann da einfach noch mit trainieren. Und steigt relativ schnell. Und dann mit dem nächsten Transferangebot, das angenommen wird, beenden wir die erste Folge vom FIFA 17 Karrieremodus. Hör mal, wer der hämmert. Wieder gut. Ich finde gut. Und ja, schauen wir mal. Aha. Aha. Sehr schön. Dann wollen wir dem jungen Burschen mal noch ein Vertragsangebot vorwerfen. Ah, wichtiger Stammspieler, ist wahrscheinlich besser. Wichtiger Stammspieler. Kommt noch von uns und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann hoffentlich eine Nachricht, dass Semedo oder auch Girondin Bordeaux das Transferangebot angenommen haben. Ja, ich hoffe, die erste Folge hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, die Lautstärke ist jetzt angenehm. Wenn nicht, habe ich jetzt ein Problem. Tut mir übrigens leid, wenn ich schon aus der Facecam rausrutsche. Mikrofonentfernung muss ich erst noch ein bisschen rauskriegen. Aber, so viel zur ersten Folge. So sieht das Team bis jetzt aus. Cavallo definitiv einen super Transfer getätigt. Ja, wie gesagt, dass er in echt nicht durchgegangen ist, wundert mich eigentlich extrem. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge vom West Ham. Hör mal, wer der Hammer hat, Karrieremodus. Und bis zum nächsten Mal.